Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder nicht im Spiel, sondern im Internetbrowser. Denn heute reagiere ich auf eure Videos, da habt ihr jetzt schon so lange drauf gewartet und ich wurde da auch schon, ja, seit langem gefragt, wann das kommt. Und ja, heute ist es soweit, ich reagiere auf die Videos, die ihr unter dem Hashtag Caro soll reagieren hochgeladen habt. Fürs Erste, ihr könnt natürlich noch weiter Videos unter diesem Hashtag, den seht ihr hier oben, hochladen. Es wird nochmal ein zweites Caro reagiert geben. Und ich glaube, ich werde auch nicht mit allen Videos fertig hier. Denn es wurden so viele Videos hochgeladen. Auf jeden Fall dafür nochmal vielen Dank. Und dann würde ich sagen, let's go! Das erste Video ist von der lieben Alice Lightningston und heißt SSO Fails. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich würde sagen, wir gucken uns das ganze Video mal an. Das geht 2 Minuten, das geht also noch. Ich muss es für mich kurz lauter stellen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das glaube ich dir. Das sieht man auf jeden Fall jetzt schon. Feier dieses Lied. LOL. Ich musste gerade erst mal überlegen, das war cool. Kann immer jemand rumlachen? Kann immer jemand rumlachen? Ein Niednis. Ja. Oh, was ist das? Wenn man stundenlang auf einer Stelle reitet. Oh Mann, kommst du vorwärts? Oh mein Gott, komm, ich stell mich mal in die Kamera, jemand rumlangen. Das ist gut. Also das war... So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dir, Caro, natürlich auch. Also, die Idee finde ich auf jeden Fall cool. Oh, hier kommt ja noch Musik. Also, ich muss sagen... Schöne Werbung hier, ne? Aber ich muss sagen, ich finde das Video cool. Ich finde die Idee sehr cool. Ich finde auch die Umsetzung mit der Musik sehr cool. Okay, gut, den Schnitt, da waren zwischendurch ein paar Bilder von Steve da drin oder so. Keine Ahnung, wie die da reingekommen sind. Aber hey, kann mal jemand rumlangen? Ich feiere diesen Spruch so hart. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cooles Video. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Hier SSO Fails von der lieben Alice Lightningston. Und, oh, vielen Dank. Das nächste Video ist von, ja, Greta Summerlight oder Sammy heißt sie inzwischen. Der kauft es, kann ich mir 100 Starcoins oder 3000 Jovik-Schillingen ein komplettes Outfit zusammenstellen. Da würde ich sagen, gucken wir doch mal rein. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Die Idee ist sehr, sehr interessant. Oh, hier auf jeden Fall erstmal am Anfang ein Intro mit drinne. Oh, das ist voll süß, das Bild. Oh mein Gott. Also erstmal, das Intro ist cool. Vor allem auch, dass am Anfang langsam geht und dann schneller und dieses Bild am... Ende echt cool. Aber ich muss sagen, das Intro ist ein bisschen zu lang. Ich meine, ich mache das hier ja, damit ihr wisst, was ihr verbessern könnt, wenn ihr Videos macht. Und weil ich glaube, jeder mal sehen möchte, dass jemand anders auf sein Video reagiert. Aber der Hintergrund hier ist auf jeden Fall auch schon sehr nice. Schaffe ich hier sein Outfit zu kaufen? Jetzt habe ich es nicht mehr ganz zu lesen. Willkommen zu einer weiteren Star Stable Folge. Ja, hier steht neben mir die Lina Lightbeat. Und wir wollen heute, ja, nicht eine Challenge, aber ich habe 93 Starcoins. Das liegt daran, weil ich mir gerade noch Stallhilfe gekauft habe. Und ich werde probieren, mit, ja, aufgrund mit 100 Starcoins ein komplettes Outfit zusammenzustellen, was einigermaßen auch zueinander passt. Und ja, denn ich glaube, ja. Ich würde sagen, wir springen mal ein bisschen vor, weil das Video wird 14 Minuten lang.
Hier sucht sie sich ein Outfit raus und dann fürs Pferd. Halt! Oh, das Outfit, oha! Ich reite jetzt mal zum Landgut, denn da habe ich eine Ahnung, ob es da eine Trense gibt, die ist weiß. Ich glaube, die heißt Baroness-Trense. Ja, hier werde ich das jetzt als in Weiß-Rot halte. Wenn es jetzt so ein gedämpftes Rot gäbe, würde ich mir da wahrscheinlich den die kaufen, wenn ich genug Geld habe. Ja, Stand der Dinge. 19 Star kosten 782 Schillinge. Oh, das dürfte knapp werden, wenn sie sich da jetzt noch was Knapp kaufen ist da möchte. jetzt nicht wirklich Dann will ich viel. mal gucken, ob sie ihre Trense findet. Also hier gibt es Ja, eine weiße. 13 würde sie kosten. Hier gibt es noch so eine. Eine rote hat sie aber anscheinend auch gefunden. Oh, der Sattel ist schön. Gut zu wissen, wo es den gibt, auf jeden Fall. Okay, es leider nicht funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, muss ich sagen. Dir konnte ich einen Tipp geben, dass du solche Sachen, wo du reitest oder wo du Sachen raussuchst, dass du das ein bisschen vorspulst. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, du hast die Community sehr gut mit eingebunden, auch mit der Infobox hier oben. Das finde ich cool und schreib es mal in die Kommentare und die Idee ist auf jeden Fall sehr cool. Das nächste Video ist von der Samira, der Wolf. Das heißt einfach nur Karo soll reagieren. Da gucken wir uns das doch mal an. Das geht 59 Sekunden. Ich glaube, da müssen wir nichts vorspulen. Oh, mit Billie Eilish im Hintergrund. Und die Musik ist auf jeden Fall cool. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, das ist ja süß. Oha, vielen, vielen Dank. Oh, das ist voll süß. Oh. Oh, cool. Das finde ich sehr cool, das Video. Auch mit dem Stop Motion. Oha, vielen, vielen Dank. Oh. Also das muss ich auch wirklich sagen, ein sehr cooles Video mit dem Stop Motion, mit der Musik und vor allem das Bild. Wirklich vielen, vielen Dank. Wenn ich mich angemeldet hätte, würde ich jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Also guckt mal bei der Samira, der SSO Wolf vorbei und liked alle mal das Video. Liebe Samira, wenn du das Video siehst, wenn du Instagram hast, hast du Lust, mir das Foto über Instagram zu schicken? Ich würde mir das gerne ausdrucken, weil es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Foto. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Zeichnung findet. Dann haben wir meine Google-Assistentin bestimmt mein Championats-Outfit von Jillian Starstep. Oha, das klingt doch mal interessant. Da würde ich sagen, gucken wir mal rein, wie das Ganze aussieht. Also sie hat auf jeden Fall auch ein Intro. Coole Brille. So, hier zieht sie gerade ihre Sachen. Ach, der Schrank ist schön ordentlich. Der ist viel ordentlicher als mein Schrank auf jeden Fall. Oh, 13. Das Geräusch, und das ist cool. Lol. Was war das denn für ein Geräusch? Okay. So, was sind denn die 13. Schuhe hier? Oh, schöne Ballerinas. Naja, immerhin passen sie zum T-Shirt. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, dann gucken wir mal, wie sie beim Championat abschneidet. Sie ist auf jeden Fall in Championatsgruppe 1. Und oh, das Pferd heißt Witch Witch. Oh, ich feiere solche Namen, auch wenn ich mein Pferd selber nie so nennen würde. Ja, ich wünsche dir auch viel Glück auf jeden Fall. Oh, da ist der Ton weg. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo der Ton hin ist, weil sie hat ja geschrieben, der Ton ist weg. Das finde ich auf jeden Fall gut, dass sie es reingeschrieben hat. Sonst hätte man sich ganz schön gewundert. Oh ja, neunter sogar. Glückwunsch auf jeden Fall zu neuen Plätzen. Nachträglich. Auch hier die Idee auf jeden Fall sehr cool. Aber auch hier ist es ziemlich lang gehalten. Man könnte vielleicht das Raussuchen der Klamotten, das Szenen ein bisschen vorspulen oder Musik hinterlegen. Sonst fand ich das auf jeden Fall ein sehr gelungenes Video. Und dann haben wir das letzte Video für heute. Das FMA mit Victoria. Zweimal hätte Karo reagieren. Von der lieben Dalina. Da gucken wir doch auch mal rein. Hey, Kau und alle anderen. Heute habe ich mit einer Freundin gedreht und hoffe, es gefällt euch. Also ich finde es auf jeden Fall also gut, dass die Musik weiterhin da ist, aber leise ist, dass sie nicht abgebrochen ist. Und jetzt kommt das Intro. Das Intro ist cool, auf jeden Fall. Aber der Schnitt ist gut, finde ich. Also bisher auch mit der Musik. FMAs sind nicht ganz so meins, aber jeder mag ja andere Videos. Oh, die haben Partnerlook an. Sehr cool. Oh, wie süß.
Der Pullover ist cool. Also, ich weiß, das Video ist nicht ganz zu Ende, aber ich muss tatsächlich sagen, es ist ein bisschen trocken. Das liegt wahrscheinlich aber daran, dass ich nicht so der FMA-Typ bin, weil für mich ist Star Stable halt ein Spiel und nichts, was jetzt mit dem realen Leben vergleichbar ist. Aber für jemanden, der ein FMA oder der FMAs gerne mag, der sollte sich das Video auf jeden Fall anschauen, denn das ist eigentlich für ein FMA ziemlich gut. Und ich finde es auch mit der Musik ganz cool und der Schnitt ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Also schaut auf jeden Fall auch mal bei der Dalina vorbei. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte seid nicht traurig, wenn eure Videos jetzt noch nicht dabei waren. Wie gesagt, es kommen noch weitere Caro reagiert Folgen. Hier sind noch so viele schöne Videos, die wir uns auf jeden Fall alle noch anschauen werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!